Deutschland ist ein Einwanderungsland. 26% der Bevölkerung hat eine Migrationsgeschichte. Obwohl wir in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft leben, sind wir weit davon entfernt, von gleicher Teilhabe oder auch Repräsentanz von Migrantinnen zu sprechen. Institutioneller und struktureller Rassismus führen zu Diskriminierung und Benachteiligung für Geflüchtete und Migrantinnen in allen Lebensbereichen. Rechte und konservative Politik spaltet mit Hetze und Vorurteilen unsere Gesellschaft. Mit diesem Beitrag will ich Fragen stellen und diskutieren, was sich ändern muss. Mein Name ist Gökay Akbulut. Ich bin Bundestagsabgeordnete und migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Heute treffe ich mich mit Samir, der als Minderjähriger von Afghanistan nach Deutschland geflohen ist. Ich bin Samir. Ich komme aus Afghanistan. Also ich bin 2015 geflüchtet von Afghanistan und ich bin 19 Jahre alt. Es war sehr stressig. Wir hatten nicht richtige Essen gehabt. Das Wetter war kalt und mit den anderen Ländern waren wir auch nicht so gut. Die haben uns nicht geholfen oder wir mussten immer versteckt sein wegen der Polizei. Und wenn die haben uns erwischt, dann die haben uns geschlagen oder so oder in ein Gefängnis reingemacht. Wir mussten über Berge laufen, mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Motorrad. Oder in ein Auto, also in ein Pkw-Auto, das in Deutschland nur 5 Personen sitzen darf. Da waren wir sicher, mit Sicherheit 15 Leute da rein. Also 4-5 Leute in den Kofferraum. Wo wir auch in Deutschland reingekommen sind, also war auch ein komisches Gefühl da, aber wir hatten auch komische Gefühle gehabt. Also wir waren in einem fremden Land, wir konnten nicht die Sprache, wir konnten niemanden, wir wussten nicht, wo sollen wir hingehen. Aber Gott sei Dank, die Deutschland hat auch die, sag ich mal, also die Sozialleute haben uns geholfen und den Weg gezeigt. Wir haben so eine Angst gehabt, also das Angst ist nicht automatisch gekommen, sondern die haben uns gegeben, wir sollen nicht mit den deutschen Leuten Kontakt haben oder das, keine Ahnung, oder keine Freundin suchen oder ich weiß nicht. Die haben uns so Angst gegeben. Nicht auf Party gehen oder so. Nicht auf den Party gehen. Also die haben uns so erzählt, dass wirklich alles gefährlich ist für uns oder wir sind gefährlich. Ich wusste wirklich nicht. Also danach, nach der Zeit habe ich gemerkt, okay, die haben nicht recht. Ist ganz anders. Samir versucht sich in Deutschland ein Leben aufzubauen. Viele hängen aber jahrelang in elenden Lagern an den EU-Außengrenzen fest. Ich treffe mich mit zwei Aktivistinnen der Seebrücke, die sich für freie Fluchtwege nach Europa einsetzen. Schön, dass ihr da seid. Super, das klappt bei dem schönen Wetter. Ich bin Vanessa und ich bin seit so ungefähr einem Jahr bei der Seebrücke aktiv hier in Mannheim. Ich bin Ann-Sophie, ich bin 22 und bin jetzt seit ungefähr 4 Monaten dabei. Wir fordern die kommunale Aufnahme von geflüchteten Menschen. Das heißt, wir arbeiten auf kommunaler Ebene in Städten und in Ländern und wir bauen dieses Konzept sichere Häfen auf. Das heißt, eine Stadt oder eine Kommune oder ein Land kann sich zum sicheren Hafen erklären und kann so zum Beispiel zeigen und klar ausdrücken, dass sie geflüchtete Menschen aufnehmen möchten und dass sie die Kapazitäten hat, dies zu tun und dass sie sich ganz klar gegen die Abschottung von der Europäischen Union und von der Bundesregierung stellt. Könnt ihr schildern, wie die Situation an den EU-Außengrenzen aussieht im Moment? Moria ist komplett abgebrannt. Zehntausende von Menschen haben keinen Unterschlupf mehr gehabt und wurden einfach allein gelassen. Jetzt kommt der Winter. Dann noch dazu, dass sie auch oft von Gewalt betroffen sind, dass sie illegal zurückgedrängt werden an den EU-Außengrenzen. Die zum Beispiel in Liepa verbrennen die gerade Plastikmüll und das restliche Holz, was sie haben, um irgendwie warm zu sein, halt bei diesen minus 15 Grad. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Also was mich erschreckt, ist halt so diese Normalisierung. Es wird halt einfach zugesehen und nichts gemacht, aber das auch mit Absicht, einfach als Abschreckung. Während den Arbeiten an diesem Film erreicht uns ein Hilferuf aus dem Lager Kara Tepe auf der Insel Lesbos. Hello, I'm Mahdi Jafari. I'm 16 years old and I'm from Afghanistan. I've been in Lesbos in Moria about 1 year. In the camp there is no better food and
lots of the people, they don't have enough money and they are forced to eat this wood. And some of them, they are forced to making food by ourselves and they are making fire. And it is so hard for them. And also about the electricity, there is not enough electricity in the camp. And we cannot do anything with electricity. And the winter is coming and the situation is getting worse than before. Auch im Winter 2020/21 hat sich nichts geändert an den europäischen Außengrenzen. Die elenden Camps von Lesbos, Moria, Kara Tepe und Lipa sind ein Teil der tödlichen Abschottungspolitik der Europäischen Union. Wir fordern die Evakuierung dieser Lager. Die Menschen brauchen Zugang zu fairen Asylverfahren. Auch in Deutschland dauern Asylverfahren viel zu lange. Wir fordern Bleiberechtsperspektive, Zugang zu Sprachkursen, dezentrale Unterbringung und Arbeits- und Ausbildungsplätze. Allererstes, was ich würde machen, also diese Asylverfahrensentscheidung sollte kurzfristig da sein. Also 2 Jahre, 3 Jahre oder 5 Jahre dauert, bis die wichtigste Sache ist, die Sprachkurs. Nicht 1,5 Jahre in der Heim bleiben und sonst. Es gibt in jedem Land gute und schlechte Menschen. Und die sollen nicht wegen einem schlechten Mensch alle schlecht nennen. Niemand kommt in diesen Weg, also die Fluchtweg, freiwillig nach Deutschland. Die Menschen werden so oder so fliehen, weil es einfach unerträglich in ihren Heimatländern ist. Und wir tragen da auch Mitschuld daran, zum Beispiel durch Rüstungsexporte und so weiter. Da wird viel geredet und in jede Minute und jede Stunde die PolitikerInnen reden und diskutieren, sind einfach Menschen in Lagern, die in elenden Zuständen leben müssen, die frieren, denen es schlecht geht, Menschen, die misshandelt werden. Und das ist einfach das Traurige, dass Geflüchtete einfach so ein Spiel bei der Politik geworden sind. Das sind Menschen und die müssen aufgenommen werden, wenn sie in Not sind. Und dafür steht die Seebrücke. Feministisch, migrantisch, links. Ich trete ein für eine Gesellschaft ohne Rassismus, Ausbeutung und Diskriminierung. Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit und für eine offene und solidarische Gesellschaft.